Einen wunderschönen Gruß in die deutsche Wrestling-Welt. Mein Name ist Jo von wrestling-infos.de und das ist der dieswöchige WWE Newsflash. Laut dem guten Dave Meltzer verhandelt die WWE derzeit mit Goldberg über eine Rückkehr. Obwohl der Muskelberg als Wrestler mit limitierten Fähigkeiten gilt, bei Interesse würde ich mal Chris Jericho nachfragen, vielleicht per Twitter, umgibt ihm immer noch ein gewaltiger Hype, nicht zuletzt dank seines einzigartigen Einzugs, inklusive schallender Chants und epochaler Musik. Und wie soll Goldberg eingesetzt werden? Klar, bei WrestleMania. Sogar über eine Hall of Fame-Aufnahme wird wieder nachgedacht, obwohl Goldberg enorme Differenzen mit der Promotion und vor allem ihrem heutigen COO Triple H hatte. Goldberg selbst äußerte sich auf ausgesprochen originelle Weise zu den Gerüchten. Auf der diesjährigen WrestleMania-Card wäre auf jeden Fall Platz genug für einen Goldberg. Sowohl Steve Austin als auch The Rock werden der WWE für dieses Jahr wohl eine Absage erteilen, wenn sie es nicht schon getan haben. Auch wenn bei The Rock noch vieles in den Sternen steht, wie so häufig. Allerdings verdichten sich die Indizien, die auf ein Fernbleiben von The Rock hindeuten. Entsprechende Lizenzinhaber und Merchandise-Designer wurden angehalten, keinerlei Werbeartikel zu erstellen, die den Great One explizit als Einzelmotiv haben. Angeblich plant man erst wieder 2015 mit Dwayne Johnson. Nach 3 Jahren wäre es die erste Road to WrestleMania, die ohne den charismatischen Publikumsliebling vonstatten geht. Zyniker würden behaupten, die Gebete vom Großteil der Smart Marks wurden erhört. Angeblich plant man, den WWE Hell in a Cell Pay-Per-View fallen zu lassen. Ein logischer Schritt, da man im Oktober 2 Pay-Per-Views abhält und 2 Wochen für einen ordentlichen Fädenaufbau wohl derart knapp kalkuliert sind, dass höchstens Vince Russo in einem Anfall kreativen Wahnsinns zu einem halbwegs unerträglich erträglichem Ertrag kommen kann. Außerdem kommt man urplötzlich auf die Idee, dass es ja doch irgendwie beschissen ist, Hell in a Cell Matches abhalten zu müssen, wenn die Fäden nicht persönlich, intensiv oder episch genug sind. Man möchte sich diese besondere Matchart lieber aufsparen und dann nutzen, wenn die entsprechenden Stories es verlangen. John Cena fällt für 4 bis 6 Monate aus. Der allseits beliebte Superman der WWE muss sich von seiner Ellenbogenoperation erholen und gibt WrestleMania 30 als Zeitpunkt für eine Rückkehr an. Also fast ein halbes Jahr ohne Cena. Keine anbiedernden Face-Promos, keine mäßigen Weekly-Matches, die Chance für andere Talente, das Ruder herumzureißen. Ein ganzer Haufen Pay-Per-Views ohne Cena-Matches, die nur dann ziehen, wenn sein Gegner 5-mal so viel Talent auf der Kante hat wie er. Night of Champions, Battleground, was auch immer das für ein Autounfall wird, Hell in a Cell, die Survivor Series, TLC, der Royal Ru- Ach, scheiße! Ted DiBiase hat sich von der WWE getrennt. Der Superstar aus zweiter Generation wird seinen Kontrakt nicht erneuern und sich eine Auszeit von Pro Wrestling gönnen. In einem YouTube-Video erklärt DiBiase seine Entscheidung. Den Link findet ihr dafür natürlich in der Beschreibung. Offensichtlich war der Gute unzufrieden mit seinem derzeitigen Standing und versucht nun anderweitig Fuß zu fassen. Wer auf einen Ausflug nach Hollywood gehofft hat, dürfte allerdings in eine düstere Zukunft blicken. Schon vor Monaten gab der Wrestling Observer in seinem Newsletter bekannt, dass die entsprechenden Kontakte in Hollywood kaum Interesse zeigten. DiBiase galt als solider Mid-Carter, der in den letzten Jahren auf der Karriereleiter immer weiter in Richtung Dark Match herunterpurzelte, bis er schließlich ganz aus den Shows verschwand. Immerhin konnte er an der Seite von Cody Rhodes die WWE Tag Team Titel 2-mal halten. Natürlich gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass es sich bei diesen Meldungen nur um die News handelt, die ein einzelner Redakteur, meine Wenigkeit, als besonders wichtig erachtete. Wenn ihr die ganze, geballte, gewaltige, epochale Ladung an News wollt, dann schaut auf www.wrestling-infos.de vorbei und bildet euch eure eigene Meinung. Habt eine fantastische Woche und denkt immer daran, eine Woche ohne GTS ist eine verlorene Woche.